Hallihallo, heute färbe ich meine Haare mit der Excellence Creme von L'Oreal in der Farbe Blond. Diese Farbe habe ich bisher noch nie benutzt. Hier packe ich gerade die Kolorationscreme aus und man sollte immer beachten, dass beide die Packung und die Creme die gleiche Nummer haben. Nämlich sonst kann es schon mal sein, dass man blond kauft und schwarz sich auf die Haare schmiert und das wollen wir ja nicht. Bei dieser Koloration ist auch eine Art Spitzenfluid dabei, das schützt die Haare. Und das verteile ich hier in meinen Längen und dann kämme ich meine Haare nochmal gut durch. Jetzt nehme ich den Schraubverschluss von der Entwickleremulsion ab und gebe die Kolorationscreme dazu und schüttel das Ganze dann gut durch. Achtet darauf, dass ihr nach dem Schütteln sofort den kleinen Schraubverschluss von der Flasche abmacht, denn sonst besteht die Gefahr, dass das ganze Teil platzt. Hier versuche ich euch zu zeigen, warum ich meine Haare färben will. Seht ihr diesen komischen Ansatz? Da ist erst hellblond und dann so ein dunkleres Blond. Das kommt daher, weil ich mir mal den Ansatz dunkler gefärbt habe als die Spitzen, um einen Ombre-Effekt zu erzielen. So, ihr fangt einfach irgendwo bei euren Haaren an, zieht einen Scheitel und tragt da dann die Koloration auf und verschmiert die dann mit den Händen. Und dann geht ihr so circa 1 Zentimeter weiter, zieht den nächsten Scheitel daneben und tragt dort wieder die Kolorationscreme auf. Und so geht das weiter, bis der gesamte Oberkopf fertig ist. Wenn ich damit fertig bin, dann kämme ich mir die ganzen Haare noch einmal durch, alle nach hinten. Und dann drehe ich mich um und teile meine Haare in der Hälfte und schmiere einfach die Koloration irgendwo hin, wo ich denke, da ist noch eine trockene Stelle am Hinterkopf. Ja, und das verteile ich dann einfach mit den Händen. Nun nehme ich noch eine ordentliche Ladung von der Koloration und verreibe die etwas in den Händen. Und dann massiere ich mir das wie ein Shampoo am Kopf ein. Hier gebe ich noch etwas von der Koloration auf meine Längen. Normalerweise färbe ich die nicht mit, aber da ich diesmal meine Haarfarbe ausgleichen will, mache ich das. Wenn ihr sehr trockene Spitzen habt und eigentlich nur den Ansatz färben möchtet, dann würde ich euch raten, nicht die Spitzen bzw. Längen mitzufärben, weil das strapaziert die nur unnötig. Das Ganze lasse ich jetzt eine halbe Stunde einwirken. Dann schäume ich die Koloration nochmal auf, wasche sie aus, trage dann die Pflegekur auf und wasche das auch wieder aus. So ihr Lieben, das ist jetzt das Endergebnis. Ich bin etwas verwundert, denn es ist doch dunkler geworden als gedacht. Obwohl ich immer die Farbe Nummer 8 nehme, nur von L'Oreal Preference und nicht L'Oreal Excellence, die diese hier ist. Das ist der einzige Unterschied gewesen. Aber anscheinend macht das schon viel aus, wenn man eine andere Marke nimmt. Es ist auf jeden Fall dunkler geworden. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Bei mir ist das immer so, nach 3-4 Haarwäschen wäscht ihr es sowieso total schnell wieder raus. Das Hellblond setzt sich immer wieder durch. Also da brauche ich eigentlich nie besonders viel Angst haben, dass ich jetzt für immer so dunkelblond bin. Obwohl, es ist ja noch nicht dunkelblond. Es ist normales Blond, würde ich mal so sagen. Hier, so sieht es von hinten aus. Ihr könnt es mich ja mal wissen lassen, was euch besser gefällt. Dieses dunklere Blond oder das etwas hellere Blond. Mir persönlich gefällt das hellere Blond besser, aber naja. Mein größtes Anliegen war es ja, diesen hässlichen Ansatz wegzubekommen. Dieses Grau von meiner Naturhaarfarbe und dann dieses ganz hellblond und dann wieder dieses dunkle und dann wieder das hellblond und diese...
diese 1000 Farben ineinander, die haben mich halt sehr gestört. Jetzt ist es auf jeden Fall einheitlicher geworden, ist immer noch nicht perfekt weg, aber naja, es ist in Ordnung so, würde ich sagen. Ja, und ich habe geplant, bald ein Haarschneidevideo zu drehen, und zwar wie man Stufen schneidet, da ich ja im Moment Stufen habe. Falls euch das interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr das auch in die Kommentare schreibt. Und ja, sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich einigermaßen und dass jetzt sich manche auch trauen, mal sich allein die Haare zu färben, weil es ist echt nicht schwer. Man klatscht das Zeug drauf, spült es raus und fertig ist die Sache. Okay, zwischendurch sollte man noch abwarten, bis das eingewirkt hat. Aber ja, sonst ist es eigentlich keine große Sache. Ich mache das eigentlich immer alleine. Mal kommt etwas Dunkleres bei raus, mal etwas Helleres, aber sonst ist eigentlich egal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!